Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde. Wer hätte es gedacht, wir haben es gestern nicht mehr geschafft, in die Berge zu fahren, nach der kleinen Eskalation hier im Hostel. Und dafür versuchen wir aber heute Nacht loszufahren, um 11 Uhr nachts erst. Und jetzt wollen wir zum Post Office. Unser Taxi ist hier. Hallo. Hallo. Wir sind jetzt angeblich bei dem Post Office angekommen und hier hinten sind ganz auch viele kleine süße Kinder. Die sind hier auf den Philippinen so lieb, die Kinder. Das habe ich noch nie erlebt in irgendeinem anderen Land. Und ja, jetzt schauen wir mal hier bei der Post, ob dem seine Karte angekommen ist. Er hat nämlich seine Kreditkarte verloren, hat sich eine neue schicken lassen aus England. Aber die ist anscheinend schon seit 2 Wochen in Manila unterwegs, wird aber nicht zugestellt, ganz komischerweise. Also, das Post Office hat vor 4 Minuten zugemacht, sagt er uns gerade. Okay, thank you so much. Jo, das war wohl nichts. Schaut mal, wie hier wieder die Kabel hängen, das ist touristisch Philippinen. Also die Kinder hier sind echt verrückt drauf, das ist aber schon, das ist überall auf den Philippinen so, egal auf welcher Insel man ist, die drehen total durch, wenn die irgendwelche Weißen sehen. Aber lustig. Ja, und jetzt geht's wieder zurück ins Hostel. War sehr, sehr erfolgreich, diese Tour zum Post Office. Wir fahren jetzt übrigens 5 Kilometer zurück zum Hostel und es dauert 29 Minuten, laut Google Maps. Hier ist ein Verkehr in Manila, das ist unglaublich. Mittlerweile ist es endlich 11 Uhr und es geht los. Alle Leute hier aus dem Hostel steigen jetzt hier in dieses kleine Taxi. Also nicht in das hier, sondern in das hier. Wir versuchen uns mal alle da rein zu zwängen. Do you think we fit all of the people in here? Yeah? Fair enough. We should. Und wir haben jetzt eine 16-Stunden Reise vor uns. 16 hours, right? Yeah, right. 16 hours. Wow. Und dann sind wir endlich da. Ich bin mal gespannt. Kein Schlaf wahrscheinlich wieder. Let's go. Yes! Kalinga! We are going to Kalinga. Yeah, the old woman doing tattoo. Ja, da gibt es eine ganz, ganz alte Frau, die ist über 100 Jahre alt. Und die ist auch irgendwie UNESCO-Kulturerbe und keine Ahnung was. Und die machen Tattoos auf eine ganz traditionelle Art und Weise. Und hier im Auto geht es schon ab. Wir sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Leute sind auf dem Trip dabei. In Manila gibt es auch überall Checkposts, wo die Sachen kontrolliert werden und so. So krass. Erster Stopp, Baguio, Leute. Erstmal ein Busticket hier kaufen am Schalter. Wir haben es geschafft, wir sind im Bus und jetzt heißt der erste Bus 6 Stunden, dann kommen wir ganz früh morgens an, dann nochmal ein Bus 6 Stunden. Ich bin mal gespannt, aber der Bus ist eigentlich ganz, ganz komfortabel so. Hätte ich nicht erwartet. Die Busse, die ich letztes Jahr so auf den Philippinen genommen habe, waren ganz anders. Ja, aber auch mal wieder verdammt kalt hier in dem Bus, müssen wir jetzt erstmal den Pulli anziehen. Schon viel besser. Leute, in dem Bus ist es so arschkalt, ich sitze mittlerweile in meiner Daunenjacke da. Der Flix war schon richtig zugedeckt, aber es ist so kalt. Aber eine Daunenjacke lässt sich's aushalten, Leute. Die Spinnen, warum machen die sowas? Guck mal, schau, die ganzen Einheimischen, die haben hier oben die Lüftungsdüsen mit den Vorhängen zugehängt. Wenn sogar denen kalt ist, warum drehen die nicht einfach die Klimaanlage runter? Mal ganz ehrlich. Die erste Etappe ist geschafft. Wir haben jetzt irgendwie 5 Uhr morgens und ja, jetzt sind wir gerade bei der nächsten Busstation und organisieren uns hier wieder ein Ticket. Aber ich glaube, der Bus könnte schon irgendwie voll sein. Ah, nee, passt eigentlich. Das ist, glaube ich, unser nächster Bus. Der geht jetzt auch nochmal so 6 Stunden und ich habe mal wieder keine Minute geschlafen, Leute. Es gibt jetzt noch ein kleines Instant-Nudeln-Frühstück. Good morning. Good morning. Guten Morgen, wir sind jetzt seit 9 Stunden unterwegs und mittlerweile, wie ihr seht, die Fahrt ist ganz schön holprig geworden und sehr kurvig. Wir sind nämlich mittlerweile jetzt in den Bergen, könnt ihr da hinten wahrscheinlich sehen. Ja,
Und wir sind jetzt bestimmt noch so 3-4 Stunden in diesem Bus und dann geht's nochmal 2 Stunden in so einen Jeepney. In so einen Local Transport. Aber schaut euch mal diesen Bus an. Wir sitzen ganz hinten. Und dann noch eine Stunde wandern. Und dann müssen wir noch eine Stunde wandern. Aber ich habe es diesmal hingekriegt, ein bisschen im Bus zu schlafen. Schon mal etwas. Wir sind endlich angekommen nach einer verdammt langen Fahrt und hier steht unser nächster Transport anscheinend schon. Transport Nummer 3 läuft bei uns. Wie viel Uhr ist jetzt? 11. Also wir sind jetzt halt 11 Stunden unterwegs und ich habe so circa, glaube ich, 3 Stunden geschlafen. Aber hier ist richtig schön, schaut mal da raus. Wir haben es geschafft, wir sind endlich angekommen, Leute. Und jetzt heißt es eine Stunde lang Hike in diese kleine Stadt, ein kleines Dorf. Keine Ahnung, was das ist. Ich bin echt richtig gespannt, wie es da oben gleich aussieht. Wir schlafen auch in so einem Homestay. Und ich könnte jetzt auch schon wieder schlafen gerade. Ich bin so müde. Und man braucht ja auch einen Guide. Ansonsten darf man da nicht hinlaufen. Und ja, vielleicht bekomme ich ein Tattoo. Ich bin mal gespannt. Ich weiß es noch nicht. Ich bin am Überlegen. Das soll nämlich was ganz, ganz, ganz Spezielles sein. Die zwei Jungs aus Hamburg, die gönnen sich auf jeden Fall eins, wenn sie eins bekommen, weil die Frau, die entscheidet auch erst, ob sie dich mag. Und wenn sie dich mag, dann kriegt man auch nur ein Tattoo. Und ja, wir sind auch noch die zwei Leute aus dem Hostel von uns dabei, die da arbeiten, die Einheimischen. Ja, die wollen auch ein Tattoo haben. Das ist die Tattoo-Frau, Leute. Und wir sind jetzt auch in dem kleinen Dorf hier angekommen. Ganz schön anstrengend gewesen, hier hochzulaufen. So sieht übrigens unser Zimmer aus. Schau dich das mal an. Hier schläft einer, da schläft einer, da schläft einer, da schläft einer, da, da, da. Na, wir haben Zeit für nice. Nice. Und es hat übertrieben angefangen zu regnen, Mann. Wir hatten so Glück, dass wir rechtzeitig hier waren. Nachdem wir gestern so super schlecht geschlafen haben, bin ich natürlich gestern Abend einfach eingepennt. Irgendwie um 17.30 Uhr schon oder sowas. Einfach eingeschlafen. Und jetzt haben wir 7 Uhr morgens und die Jungs kriegen jetzt gleich das Tattoo. Ich will mir das erstmal angucken, bevor ich entscheide, ob ich mir auch was stechen lasse. Aber die Sache ist auch die, ich will nächste Woche eigentlich schwimmen gehen. Good morning. Sunrise. Habt ihr schon mal einen Sauhaufen gesehen? Wenn ja, da hinten ist einer. So süß. Das ist alles voll mit Schweinen. Die liegen alle aufeinander. Ich glaube, die wärmen sich so, wenn die schlafen. So cool. Und ja, die Sonne geht gerade auf. Und wie schön das aussieht. Ich habe gerade mal nachgefragt, ob ich hier irgendwie meine Drohne fliegen darf. Aber ich habe noch kein Go bekommen. Der gute Konsti macht uns gerade hier auch noch ein bisschen Frühstück. Guten Morgen, Konstantin. Guten Morgen. Bist du schon aufgeregt für dein Tattoo? Ja. Oh ja. Oh ja. Aufgeregt auf jeden Fall. Es wird auch schmerzvoll, glaube ich. Coffee. Want some coffee? No, I'm local fine. One. Local coffee. Hey, want some Come to Kalinga. Big Mama ist da. Mama Bacon. Das finde ich irgendwie nach wie vor immer noch das Lustigste hier an dem kleinen Dorf. Dass egal wo man ist, es läuft immer mal alle 10 Sekunden ein fettes Schwein an dir vorbei. Immer. Das will ich auch haben in Deutschland, dass überall Schweine rumlaufen. Wow. Ihr könnt euch jetzt mal die ganzen Tattoos vom Nugget anschauen. Here's my tattoo. Und my das hier. Dick. Are you sure my dick? No, no oh. Dick. Und das hier ist sogar so ein 3D-Tattoo, gell?
Das ist mit, wie nennt man das auf Deutsch? Tatsächlich. Ein Narbentattoo. Narbentattoo. How long did this took? This one is 5 hours. 5 hours. Yeah. And another 5 hours. Like a 10 hours. 10 hours. Yes. Was it painful? It's very painful. Als erstes fährt er. Und so sieht sein Rücken aus. Und er ist natürlich auch hier, um sich nochmal ein Tattoo zu gönnen. Wer hätte es gedacht? So wie überall auf den Philippinen gibt es natürlich auch hier ein kleines Basketballfeld, wo die Einheimischen immer Basketball spielen. Das ist denn ihr Ding hier auf den Philippinen. Und ja, wir laufen jetzt noch ein bisschen durch die Stadt. Die Tätowiererin hat nämlich noch irgendwie ein paar andere Leute, die vor uns irgendwie dran kommen. Und wir schauen uns einfach mal ein bisschen hier so an. Schaut mal, hier gibt es auch überall Reisterrassen. Zipline! Hey, komm her! Hier gibt es auch noch so eine Zipline, wo die wahrscheinlich ihre Lebensmittel mit hier hochziehen. Dass ihr nicht immer alles hier unten, seht ihr den Weg? Da unten sind wir alles gestern lang gelaufen. Und dass sie das da nicht lang tragen müssen, haben die hier noch so eine Zipline. Ganz praktisch, glaube ich. Das kann ich euch auch empfehlen, euren Müll immer wieder mit runterzunehmen, wenn ihr in irgendwelche kleine Dörfer kommt, in Asien besonders. Weil die schmeißen nämlich einfach immer alles weg. Und ihr wollt es nicht noch schlimmer machen, wie es schon ist. This is maybe piglets. Maybe a week. Oh shit. The mom is attacking already. Yeah, sorry, mom. Die sind vielleicht gerade mal eine Woche alt. Schaut mal, wie süß die sind. Ja, die Mama passt ganz schön auf, dass man den Piglets nicht zu nahe kommt. Die Babys sind gerade am Saugen. Schaut mal. Is that your baby? Smile. Hey. More. See, that's action. We're gonna have a tattoo from Apu Wangod, and it's our first time here, my first time. And my first time. Yeah. He was 10 times. First time. And first time. We have the design already, but who cares about the design? Let's go. Let's ask the designer. Let's go to the tattoo shop. Okay. Come on. Yes, bro. What's up? What are you doing? I'm doing nothing. Yeah. Wow, I told you! Are you excited, Mark? Finish? Yes. Jo Leute, mein erstes Tattoo. Nice. Wir haben jetzt unser Tattoo bekommen, aber wir wollten heute eigentlich schon wieder zurückfahren. Es klappt aber anscheinend nicht, weil es keinen Bus mehr gibt. Und schaut mal, hier steht die Mama Sau. Ja, wir haben jetzt alle unser Tattoo. Show us your tattoo. In the neck.
You like it? Yeah. Because yeah. Mit so einem Telefon wird hier übrigens telefoniert, weil es hier keinen Handyempfang gibt. Was? Yes. Mittlerweile ist es auch schon dunkel geworden und wir sind auf dem Weg zurück nach Manila. Wir machen gerade das kleine Tracking. Jetzt geht es wieder eine Stunde zurück zur Straße. Und ja, wir wollen wieder über Nacht fahren. Ich muss die ganze Zeit auf den Boden gucken, sonst haut es mich hin. Relativ dunkel schon, wir haben alle Taschenlampen dabei. Die Einheimischen hören hier halt echt Helene Fischer, Leute. Irgendwas ist falsch mit dieser Welt. Das hier ist unser Transportfeld. Jetzt hört mal ein Jeepney. Sehr krass. Wow. Wow. Fenster offen. Oh, wir haben Hunde. Was haben wir? 12 Stunden später und wir sind zurück im wunderschönen Manila. Bah, was eine Nacht mal wieder. Kaum gepennt. Aber diesmal ging es eigentlich, ich habe besser geschlafen. Und heute war auch unser Bus nicht so krass kalt. Naja, jetzt noch eine halbe Stunde und dann sind wir wieder im Hostel. Wir sind endlich wieder in unserem schönen Hostel. 32 Stunden waren wir jetzt in den letzten 3 Tagen mit den Bussen unterwegs. Also das war schon ein bisschen eine Tortur. Ja, und jetzt gibt es erstmal eine Dusche und alles Mögliche. Ein bisschen aufs Klo gehen. Wow, his card arrived. Show us how happy you are. Oh, super happy. Es heißt, ich muss ihm über PayPal kein Geld mehr vom Bankautomat holen. Hoffentlich. Hoffentlich funktioniert die Karte auch. Mittlerweile ist auch schon Abend eingekehrt hier im Hostel und die Kim macht Barbecue. I'm the mama. The mama of the hostel. Und hier gibt's heute Abend lecker Barbecue. Filipino style. Yes, lecker is good, right? Lecker is delicious, yes. Lecker, 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 lecker. Dieses Hostel kann ich euch auch sehr ans Herz legen hier. Kommt auf jeden Fall hier hin. Und ich wollte mich noch bei für eure Spenden bedanken. Und das Video ist dann jetzt auch hier vorbei. Ist relativ lang geworden, glaube ich. I'm cooking pork and pork. And more pork. And more pork. You're not cooking. So much pork. I'm cooking, I'm... What do you got? I'm slicing. You're the master. Ah, yeah. And she's the mistress. Yes. Es ist der nächste Tag und ich wollte euch nochmal mein Tattoo zeigen, wie das jetzt eigentlich aussieht und was das überhaupt bedeutet. Schaut mal, das hier ist jetzt das Tattoo. 3 kleine Punkte und das ist einfach nur die Unterschrift von der alten Frau. Ich hatte jetzt keine Lust, so ein ganz großes Tattoo dort zu machen und sie hatte auch nicht mehr genügend Zeit, weil viele andere Leute auch noch dort waren. Und ja, ich bin eigentlich ganz happy damit und ja, jetzt habe ich das Tattoo von ihr. Richtig cool. Und ja, irgendwann kommt auch noch ein nächstes Tattoo, aber mal schauen wann. Und jetzt, wo ich gerade noch dabei bin, kann ich mich auch gleich noch für eure Spenden bedanken. Ihr habt mir nämlich ganze 9 Spenden geschickt, ihr Verrückten. Richtig krass, Mann. Der Harald, der Alfred und der Alexander haben mir ganze 10 Euro gespendet. Richtig krass. Vielen Dank euch allen und auch vielen Dank für eure liebe Nachrichten. Und Alexander, dir viel Spaß in Bali. Der Maximilian hat mir 12,34 Euro gespendet. Vielen, vielen Dank dir, Maximilian. Der David hat mir 5 Euro gespendet. Vielen Dank dir, David, und viel Spaß in Asien. Der Samen hat mir auch 5 Euro gespendet und fragt, ob ich mal nach Brasilien will. Und aktuell steht es eigentlich nicht auf meinem Plan. Aber es geht bald. Irgendwo Nordamerikanisches hin. Könnt ihr euch mal drauf freuen. Da freue ich mich nämlich auch schon drauf. Der Daniel hat mir auch 5 Euro gespendet. Vielen Dank, Daniel. Auch der Fabian hat mir 5 Euro gespendet und fragt, was ich von Kanada halte. Und von Kanada halte ich sehr, sehr viel. Vielleicht geht's da auch bald hin. Mal sehen. Und der Micha und die Janine haben mir 15 Euro gespendet. Richtig nice von euch beiden. Vielen, vielen Dank. Und auch vielen Dank fürs Zuschauen. Ja. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, ausnahmsweise mal. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wir gehen nämlich jetzt gleich zum Flughafen, holen jemand ab und morgen fliegen wir dann schon woanders hin, hier auf den Philippinen. Ich bin schon mega gespannt. Also es kommt uns noch ein Kumpel besuchen. Für 2 Wochen aber nur. Und das war's dann auch. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis dann. Ciao.